Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 192. Comedy-Video hier auf YouTube. Die Zeit vergeht ja rasend schnell. Was gestern Gegenwart war, ist heute schon Geschichte. Und wir vergessen ja auch schnell. Auch Sachen, die noch gar nicht so lange her sind. Zum Beispiel, wissen Sie noch, was 1979 im Iran passiert ist? Keiner kann sich mehr auf Anhieb daran erinnern. Aber wenn man dann ein bisschen nachdenkt, erinnert man sich plötzlich doch wieder. Ah ja, toller Khomeini forderte Gescha von Persien. Aber dann kommt man doch ins Grübeln und denkt sich, der hat das irgendwie mit Japan verwechselt. Aber das Wissen verwischt ja auch mit der Zeit. Heutzutage denken die Leute ja auch zum Beispiel an das antike Rom und denken, das wäre Rom antik pur. Aber das Leben war damals sogar für prominente Köpfe hart und gefährlich. Und obwohl es natürlich auch Menschen gab, die ein friedliches Leben geführt haben. Wer aus der Menge herausstach, konnte leicht als Cäsarenmörder enden. Und das Leben war schon immer hart und brutal. Da ging es ums reine Überleben. In der Urzeit wurde noch über dem offenen Feuer gekocht, das vom Blitz entfacht wurde. Da war der Spieß wichtig und an Wok dachte damals noch keiner. Und auch wenn das für Vegane jetzt ein Graus ist, die Bäcker in der Urzeit machten ihre Brötchen damals mit Urmehl. Und das war nicht lustig für das Urmehl. Und auch wenn heutzutage in den Medien vieles verharmlost wird und Zeichentrickfilme eine schöne intakte Welt zeigen. Zur Zeit des attischen Seebunds hatte Findet Dora eine ganz andere Bedeutung. Oder erinnern wir uns an den griechischen Philosophen Sokrates, dessen Schicksal besiegelt wurde mit Worten, die wir heutzutage nur vom Skikurs in den österreichischen Alpen kennen, wenn man zum Jagertee eingeladen wird, wenn man ausgekühlt die Worte hört, schier links, welcher stehen da hinten. Und manchmal meinten es die führenden Köpfe auch gut, hatten gute Ideen, aber ihre Ideen kamen nicht gut an. Zum Beispiel, als der Papst in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges mit dem Versuch einer ersten Enzyklika gescheitert war, weil die Protestanten über die Liga gar nicht so entzückt waren, wie gedacht. Und wie immer gab es Missverständnisse. Zum Beispiel, als am 17. Januar 1779 die Resolution in eine Bucht auf Hawaii einrief und die Hawaiianer riefen, schaut, da ist der Gott Lono. Und der Kapitän der Resolution dummerweise antwortete, ich guck nur. Oder 1789 in Frankreich, als sich eine Marquise für unentbehrlich hielt und plötzlich wird alles überdacht. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.